Wir sind heute auf der Straße für Luke Holland. Wir sind heute auf der Straße für Burak Bektas. Wir sind auf der Straße für Nguyen Thanh Dung und Nguyen Phan Thu. Wir sind heute auf der Straße für all die Menschen, die von Faschisten und Rassisten ermordet wurden. Und wir sind heute auf der Straße, um klarzumachen, dass wir festlegen, was rassistische Morde sind und was nicht. Wir hatten als Dieter Eich Gedenkinitiative über die Jahre die Möglichkeit zu sagen, lieber Staat, bitte erkenne die Morde an. Wir haben uns letzten Endes dafür entschieden, Demos zu machen in diesem Viertel und haben damit einen lebendigen Gedenkort geschaffen. Einmal im Jahr gibt es diese Demonstration, die an diesen Mord erinnert und die klar macht, dass dieser Mensch von Faschisten ermordet wurde. Kurz nachdem Dieter Eich ermordet wurde, gab es die Oral History, den Mythos hier vor Ort. Er war befreundet mit den Leuten. Es gab den Mythos, er hätte mit ihnen zusammen gesoffen. Und genau diese Sache schreibt sich letzten Endes auch in den Bewertungen der Politik fort, als 2011 eine Anfrage der Linken gestellt wurde an den Berliner Senat. Hieß es von Frank Henkel, dem damaligen Innensenator, dass dies kein rechter Mord gewesen sei, weil sie ja angeblich bekannt seien. Aber das stimmt nicht. Wer die Prozessakte zum Dieter Eich-Mord genau liest, sieht eine klare Sache. Dieter Eich war in Buch als Obdachloser oder sagen wir mal so gesagt als alkoholkranker Mensch bekannt. Er war präsent an lokalen Imbissen und daher kannten sie ihn. Man kann nicht sagen, dass das irgendwie eine Art von Trinkerfreundschaft oder irgendetwas ähnliches gewesen ist, wenn sie diesen Mann von einem Imbiss kennen, wo sie selber ihr Bier kaufen. Warum reden wir über Obdachlosenfeindlichkeit, obwohl doch Dieter Eich eine Wohnung gehabt hat? Ganz einfach, weil die Motive, unter denen Obdachlose zusammengeschlagen werden, dieselben Motive sind, die auch dazu herhalten mussten, Dieter Eich umzubringen. Man hat Verachtung gegen Schwache, man hat Verachtung gegen Menschen, die angeblich für die Gesellschaft nichts leisten und die keinen Mehrwert produzieren. Und eine Gemeinsamkeit gibt es auch noch. Wenn Leute in den Tiergarten gehen, um Obdachlose zusammenzuschlagen, dann wissen sie, diese Menschen sind schutzlos. Sie wissen, diese Leute haben keine Lobby und sie wissen, wo sie finden können, an welchen Bäumen, an welchen U-Bahn-Untergängen diese Leute schlafen. Und genau das ist dieselbe Situation, in der sich auch Dieter Eich befunden hat. Die Nazis wussten, dass die Tür zu seiner Wohnung kaputt war. Sie wussten, dass er sich nicht wehren konnte. Und er war im Viertel einfach stigmatisiert und als alkoholkrank irgendwie verschrien. Und sie haben ihn als asozial stigmatisiert, so wie es die Nazis auch in den 30ern und in den 20ern und sonst wann gemacht haben. Sie haben ihn mit derselben Ideologie umgebracht, mit derselben Motivation wie auch die Nationalsozialisten, die Prostituierten, die halt Obdachlosen, die Landstreichern oder Leuten, die familiäre Probleme hatten, den schwarzen Winkel aufgeklebt haben, ja, auf den KZ-Uniformen. Und Dieter Eich haben diese Nazi-Schweine hier im Buch auch den schwarzen Winkel aufgeklebt und dann haben sie ihn abgestochen. Und deswegen ist es notwendig, über Obdachlosenfeindlichkeit zu sprechen. Wenn seit der Wende über 500 Menschen, die obdachlos sind, umgebracht wurden und die meisten Morde von denen noch nicht mal von Nazis umgebracht wurden, dann ist es notwendig, über die gesellschaftlichen Hintergründe zu schreiben und zu reden. Denn es sind nicht allein die Nazis, die diese Morde begehen. Es sind auch ganz normale Leute, die einfach die Chance nutzen, einen schwächeren Tod zu treten, um sich stärker zu fühlen. Und genau gegen diese Ideologie, wo sich Leute stärker fühlen als andere und sich dann berufen fühlen, diese Leute umzubringen, genau gegen diese Ideologie gehen wir auf die Straße. Und deswegen schreien wir es raus, das ganze Buch es hört. Dieter Eich! Das war Mord! Widerstand an jedem Ort! Dieter Eich!